Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, sehr geehrte Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs, sehr geehrte Damen und Herren, ich würde ja gern zuerst einmal dem Verfassungsgerichtshof zum Geburtstag gratulieren. Ich wäre aber knapp, aber doch zu früh dran. Und man sagt, zu früh zum Geburtstag gratulieren bringe kein Glück. Nachdem wir über die Zukunft der Verfassungsgerichtsbarkeit heute sprechen, werde ich tunlichst alles unterlassen, was kein Glück bringen könnte. Daher müssen Sie mir einfach vertrauen. Ich gratuliere morgen still dazu. Ich habe mir erlaubt, nachdem es um die Zukunft der Verfassungsgerichtsbarkeit insgesamt geht und auch mein Thema als die Unabhängigkeit des Verfassungsgerichts und seiner Mitglieder, also nicht des Verfassungsgerichtshofes, tituliert ist, den Versuch zu unternehmen, einen etwas breiteren Bogen zum Thema Unabhängigkeit zu spannen, insbesondere auch in europäischer, internationaler etc. Hinsicht. Ich halte das bei dem Thema für gerade heutzutage ganz wesentlich. Zum Glück stellt derzeit, soweit ich es beurteilen kann, niemand die Unabhängigkeit des österreichischen Verfassungsgerichtshofes in Frage. Das ist nicht überall so. Vor 10 Jahren hätten wir das vermutlich überall in unserer Umgebung auch so gesehen. Das tun wir nicht mehr. Daher möchte ich den Bogen bewusst nicht nur auf Österreich einengen. Es ist aber klar, dass ich natürlich überall dort, wo es passt und wo es erforderlich ist, auf den Verfassungsgerichtshof eingehen werde. Das Thema Unabhängigkeit ist ein sehr breites, könnte man vermutlich ein ganzes Symposium damit befüllen, nachdem wir hier trotz aller Zukunftsgedanken bei einer juristischen Veranstaltung sind, liegt es nahe, mal mit dem positiven Recht zu beginnen. Ich halte das bewusst kurz, das wissen Sie alle. Wenn man juristisch zum Begriff Unabhängigkeit nachdenkt, fallen einem auf völkerrechtlicher und europäischer Ebene zunächst einmal natürlich Artikel 6 Europäische Menschenrechtskonvention und Artikel 47 Grundrechtecharta ein, die in bestimmten extrem zahlreichen Fällen eigentlich den Zugang zu einem Gericht, das Recht auf Zugang zu einem Gericht einräumen, das neben sehr vielen anderen Kriterien vor allem auch unabhängig zu sein hat. Man könnte dann noch zu Artikel 267 AUV schauen, zur Vorlageberechtigung. All diesen Bestimmungen, die natürlich sehr viel mehr regeln, die ganzen Verfahrensgarantien, klammere ich jetzt einmal aus, weil sie mit dem Thema an sich nicht so viel zu tun haben, haben ganz von Anfang an einmal einen relativ formalen Ansatz. Gilt besonders für die Europäische Menschenrechtskonvention, weil so hat es begonnen. Da wird die Unabhängigkeit zunächst einmal anhand des Vorliegens gewisser Kriterien definiert, die hinlänglich bekannt sind. Für alle Gerichte gelten, nicht nur für Verfassungsgerichte, die Weisungsfreiheit, Vorgaben, einen Bestellmodus, eine Mindestbestelldauer etc. Warum sage ich das? Weil es heutzutage, wenn man jetzt einen europäischen Rechtsvergleich machen würde, wahrscheinlich überhaupt kaum Gerichte und schon gar nicht Verfassungsgerichte gibt, die diese, also ich meine EU-Staaten, ich meine Staaten in einem engen Zusammenhang zur EU, das ist jetzt nicht exklusiv gemeint, die diese Kriterien in formaler Hinsicht nicht erfüllen würden. Es gibt natürlich unterschiedliche Modelle, es gibt unterschiedliche Ausprägungen. Allein was die Besteller von Verfassungsrichtern angeht, ist die Bandbreite von befristeten Bestellungen unterschiedlicher Dauer, unbefristeten Bestellungen bis zu einer festen Altersgrenze wie in Österreich sehr groß. Kann man sehr prototypisch am Verfassungsgericht der Europäischen Union selbst sehen, am EuGH. Dort werden die Richter bekanntlich auf die Dauer von 6 Jahren, aber wiederbestellbar ernannt. Wäre in Österreich erstens verfassungsrechtlich nach derzeitigem Stand so nicht zulässig. Wir fänden es vermutlich auch sehr befremdlich, wenn es in Österreich so wäre. Man sieht daher die Bandbreite eigentlich, von der wir hier sprechen. Und das führt für sich, dass natürlich die Unterschiede in den europäischen Verfassungs- und Gerichtstraditionen eine relativ breite Akzeptanz unterschiedlicher Modelle voraussetzen. Wenn wir jetzt kurz noch bei den formalen Kriterien bleiben und einen Blick nach Österreich werfen, ist festzustellen, dass das Bundesverfassungsgesetz bei der Regelung der gerichtlichen Unabhängigkeit doch einen ziemlich anderen Weg geht, als es die europäischen Normen tun. Primär betrachtet das BVG nämlich nicht den Zugang zum unabhängigen Gericht, sondern die institutionelle Seite und da vor allem die Unabhängigkeit des Richters. Wir kennen das alle. Artikel 87 Absatz 1 BVG sagt, Richter sind in Ausübung ihres richterlichen Amtes unabhängig. Artikel 147 Absatz 7 BVG sagt, das gilt auch für die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes. Das heißt in der Bundesverfassung zunächst einmal weisungsfrei, wobei die Garantie der Unabhängigkeit im BVG natürlich nur im Zusammenhang mit anderen Garantien gelesen werden kann, insbesondere auch der Unabsetzbarkeit, viele andere auch. Es geht im BVG also primär um den Richter einmal, die Richterin, nicht um die Parteien mit dem Zugangsrecht
und nicht so sehr um das Gericht als Ganzes. Man könnte jetzt lange überlegen, wo macht das denn überhaupt einen Unterschied? Es ist strukturell gesehen wahrscheinlich ein gutes Stück weit vergleichbar, aber nicht exakt dasselbe. Auch das wieder an einem Beispiel. Ein unabhängiges Gericht setzt, davon gehe ich aus, die Unabhängigkeit seiner Richterinnen voraus, sonst wäre es nicht unabhängig. Aber es gehört wohl mehr dazu. Und beispielshalber, auch wenn das vermutlich jetzt gar nicht so sehr von den europäischen Garantien gefordert ist, der Umstand, dass nicht nur die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes in ihrer richterlichen Tätigkeit unabhängig sind, sondern auch der Präsident des Verfassungsgerichtshofes in seiner Rolle als Leiter der Justizverwaltung an keine Weisungen gebunden ist, stärkt natürlich weit über die Garantie des Artikel 87 Absatz 1 BVG die Unabhängigkeit der gesamten Institution. Ich denke, und da sage ich nichts, was Sie nicht wissen, dass das Thema der Unabhängigkeit von Verfassungsgerichten damit noch nicht einmal im Ansatz vollständig behandelt ist. Ich habe deswegen so begonnen, weil ich eben, wie ich gesagt habe, diese Kriterien relativ überall erfüllt sind. Sie sind aber auch nicht schwer zu erfüllen, nämlich indem man sie in ein Gesetz schreibt. Papier ist geduldig, Gesetzestexte sind auch geduldig. Gerade weil das aber so ist, kommen potenzielle Gefahren für die Unabhängigkeit der Verfassungsgerichte ganz von woanders. Nicht verwunderlich ist daher, dass die Rechtsprechung das generell bei der gerichtlichen Unabhängigkeit berücksichtigt, sich wandelt und materielle Aspekte noch stärker als bisher in den Vordergrund rückt. Wirklich neu ist das nicht, das gehört seit langem zur ständigen Rechtsprechung des EGMR, dass Gerichte nicht nur unabhängig sein müssen, sondern auch der Anschein der Unabhängigkeit bestehen muss. Das hängt auch sehr stark mit der Unparteilichkeit zusammen. Diese beiden Dinge sind gerade auf europäischer Ebene gar nicht so leicht zu unterscheiden. Wenn wir jetzt konkreter auf jüngere Entwicklungen schauen, dann ist zum Beispiel der jüngeren Rechtsstaatjudikatur des EuGH zu entnehmen, die ja ihre Wurzel in Entwicklungen der Gerichtssysteme in manchen Mitgliedstaaten haben, dass die rein formale Betrachtungsweise allein nicht zu einer Rechtfertigung eines gewissen Systems beitragen kann, weil gewisse rechtliche Schritte formal gerechtfertigt werden, gerade auch von den betroffenen Staaten selbst, wahrscheinlich sogar für sich selbst genommen gerechtfertigt werden könnten, aber anhand ihrer Rahmenbedingungen, ausgesprochenen oder oftmals nicht ausgesprochenen politischen Zielsetzungen und der Kombination verschiedener Maßnahmen zum Teil höchst problematisch werden. Der EuGH stützt sich dabei üblicherweise kombiniert auf Unabhängigkeit und Unparteilichkeit gleichermaßen. Das sind trennbare Aspekte, sie sind nicht ganz einfach zu trennen und die Grenzlinie zwischen den beiden ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Wenn ich auf eine sehr bekannte Entscheidung verweisen will, ich referiere sie deswegen, weil ich dann noch zurückkommen will, möglichst kurz und bündig, zur Disziplinarkammer des obersten polnischen Gerichtes, sieht man sehr deutlich, wie der Überlegungsfluss bei so einer materielleren Betrachtungsweise vor sich geht. Ich setze voraus, dass die Entscheidung ohnehin weithin bekannt ist. Ich komme daher nur auf ein paar Punkte zurück. Dass der Präsident der polnischen Republik die Mitglieder der Disziplinarkammer ernennt, ist für sich kein Problem. Dass ihm dafür Vorschläge von einem eigens dafür eingerichteten Gremium gemacht werden, so der EuGH, könnte sogar zur Objektivierung des Verfahrens beitragen. Dieses Gremium müsse aber rechtlich und tatsächlich unabhängig von Exekutive und Legislative sein und hier beginnen dann die Zweifel des EuGH. Er betont dabei genau das immer wieder, einzelne Faktoren für sich unproblematisch, die Kombination wird zum Problem. Zum Beispiel eine Veränderung der Rechtslage. Das beratende Gremium hat es früher gegeben und wurde aus der Richterschaft selbst beschickt. Dann gab es die Reform, Teil der Gesamtjustizreformen. Dann wurde dieses beratende Gremium großteils durch die Legislative beschickt. Sozusagen Hinweis Nummer eins, da gibt es wahrscheinlich möglicherweise ein Problem. Frage ist dann, warum das so ist. Der zeitliche Zusammenhang mit anderen Reformen, insbesondere auch das ist weithin bekannt, die Herabsetzung der Altersgrenze für Richterinnen und Richter des obersten Gerichts. Der zeitliche Zusammenhang wird dann noch einmal in den Fokus gezogen. In Summe geht sich sozusagen dann nicht mehr aus, auch wenn man über jede einzelne Maßnahme möglicherweise diskutieren könnte. Ich weiß schon, es ist nicht eine Entscheidung zu einem Verfassungsgericht, ist aber, glaube ich, nicht wesentlich, weil diese Entscheidung könnte genauso gut zu einem Verfassungsgericht ergangen sein. Worauf will ich jetzt also hinaus? Wenn die formalen Kriterien, mit denen ich begonnen habe, leicht zu erfüllen sind, zumindest am Papier,
Wenn man sagt, es gibt eine Gefahr für die Unabhängigkeit von Gerichten allgemein und Verfassungsgerichten insgesamt, dann muss man feststellen, dass Versuche, die Unabhängigkeit von Verfassungsgerichten oder Gerichten zu reduzieren, in der EU nicht mehr so plump daherkommen werden und tun, dass man zum Beispiel dem Präsidenten eines Landes das Recht einräumt, einen Richter jeden Tag aus jedem x-beliebigen Grund auf die Straße zu setzen. Das findet viel subtiler statt. Meistens in einer Kombination von Maßnahmen mit dem grundsätzlichen Problem, wie identifiziert man solche Gefährdungen, woran macht man es genau fest und ab wann wird eine Grenze überschritten, wo man sagt, das geht so nicht mehr. Ursprünglich, wie gesagt, war das eine sehr offene Betrachtung bei der EMRK, das ist ganz folgerichtig und ganz logisch. Das war einfach die Akzeptanz der Verfassungs- und Rechtstraditionen der Mitgliedstaaten und wenn zum Beispiel in der Schweiz, einem Land, wo, man kann es offen sagen, Richter primär einmal politisch bestellt werden und meistens nur auf befristete Amtsdauer. Wenn das im Prinzip die Garantien des Artikel 6 MRK immer erfüllt hat oder erfüllen musste, dann musste auch die Auslegung des Artikel 6 MRK entsprechend flexibel sein. Eine andere Betrachtungsweise. Wenn der EuGH zur polnischen Disziplinarkammer kritisch meint, sie würde vom Präsidenten der Republik bestellt, der seinerseits von einem Gremium beraten würde, das politisch besetzt wird. Wie sieht es dann eigentlich beim Verfassungsgerichtshof aus? Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes werden vom Bundespräsidenten ernannt. Vorgeschlagen werden sie nicht einmal nur von einem politisch besetzten Beratungsgremium, sondern von politischen Gremien, Organen schlechthin, parteipolitisch besetzten eigentlich. Bundesregierung, Nationalrat, Bundesrat. Würde der EuGH den VfGH daher ähnlich beurteilen wie die Disziplinarkammer des obersten polnischen Gerichts? Ziemlich sicher nicht. Warum nicht? Das ist dann die Frage, die nicht mehr so einfach zu erklären ist. Zwei Elemente vielleicht. Einerseits, und das ist ganz wesentlich, die Rechtslage in Österreich hat sich seit wirklich sehr, sehr langer Zeit diesbezüglich nicht verändert. Es gibt daher keinen Anlass, politisch opportunistische Rechtsetzung auch nur zu vermuten, weil keine Rechtsetzung stattgefunden hat, nicht in jüngerer Vergangenheit. Und das ist aber natürlich ein bisschen ein Argument, wo man das Pferd von hinten aufzäumt. Niemand bezweifelt die Unabhängigkeit des Verfassungsgerichtshofes, daher wird es auch wahrscheinlich nicht thematisiert. Kurze Zwischenbilanz, was folgt für das Thema dieses Vortrags? Die Unabhängigkeit, vor allem auch von Verfassungsgerichten, bleibt wichtig. Wenn, und das zeigen uns die Prozesse in anderen Staaten sehr gut, wenn man beginnt, Unabhängigkeit einschränken zu wollen, beginnt man mit den Verfassungsgerichten. Warum macht man das? Weil, wenn das Verfassungsgericht seine Rechtsschutzaufgaben nicht mehr erfüllen kann, ist im eigenen Land eigentlich niemand mehr da, der das so einfach übernehmen kann. Wir wissen alle, leider, internationale und auch europäische Gerichte sind leichter zu diskreditieren. Sie sind auch leichter, zumindest über gewisse Zeiträume zu ignorieren, als es die Gerichte im eigenen Land sind. Und wenn man so vorgehen will, kombiniert man verschiedenste Faktoren. Das, was weithin bekannt ist, das Pensionsalter von Richtern zu senken, wäre vielleicht in der heutigen Zeit ein bisschen ungewöhnlich, weil wir immer nur von Erhöhung vom Pensionsalter sprechen und nicht von Senken. Aber als isolierte Maßnahme könnte man es wahrscheinlich verkaufen, argumentieren, erklären, die armen Richterinnen und Richter sollen halt irgendwann auch ihren Ruhestand genießen können, Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter. Wenn man bei einem völlig überlasteten Gericht, das aus einem einheitlichen Spruchkörper besteht, den Spruchkörper erweitert, kann das auch völlig nachvollziehbare Gründe haben. Die Verfahren gehen schneller, die Richterinnen sind nicht mehr so überlastet. Selbst das absolut verböhnte, wirklich wohl extrem auch für sich genommen problematische Regelungen zu finden, nach denen man ältere Akten zuerst entscheiden muss, selbst da kann man sachliche Rechtfertigungen finden, im Sinne von, wir wollen keine alten Hunde bei den Gerichten liegen haben, sondern sie sollen die wegarbeiten. Ich denke, es ist klar, worauf ich hinaus will. All das kann gerechtfertigt werden, in der Kombination wird schwierig. Was sind jetzt die Kriterien? Es kann ein bisschen darauf hinauslaufen und das ist natürlich eine gewisse Gefahr, dass es aus so einem beweglichen System eine sehr unscharfe Sache wird. Es geht dann ein bisschen in die Richtung I know it when I see it. Also wenn ich sehe, Gerichte sollen weniger unabhängig gemacht werden, dann werde ich das schon sehen. Eignet sich nicht wirklich für eine solide, vorausschauende Auseinandersetzung und hat ein weiteres Problem. Wenn Kritik schwammig daherkommt und ohne harten Fakten,
wird sie schneller entwertet oder leichter diskreditiert. Was ist ein zweites potenzielles Problem in dem Zusammenhang? Gerade der IGMR hat ja ganz bewusst die formalen Anforderungen an die Unabhängigkeit nicht so stark hinaufgeschraubt, um die unterschiedlichen Verfassungstraditionen berücksichtigen zu können. Eine solche flexible Betrachtungsweise kann ins Wanken geraten, wenn aus den unterschiedlichsten im Einzelfall jeweils wohlbegründeten Bedenken gegen verschiedene Gestaltungselemente einer Justizreform Schlussfolgerungen gezogen werden, die darauf hinauslaufen, bestimmte Arten von Regelungen ganz generell und ganz unabhängig vom Kontext, in denen sie B und N stehen, zu problematisieren und gewisse andere Modellelemente, die in diesem problematischen Kontext nicht aufgetreten sind, für unbedenklich zu erklären und zu Standards hochzulizidieren. Warum wäre das ein Problem? Wir kommen dann wieder eigentlich zu einem formalen, rein formalen System im Sinne von Checklisten, wo man einfach abhakt, ist das gegeben, ist das gegeben, ist das gegeben. Wenn ja, passt es, wenn nein, passt es nicht. Einerseits aber ein viel detaillierteres formales System, als der Artikel 6 früher immer schon gehabt hat. Es ist dann ehrlich gesagt wahrscheinlich auch leicht, ein Gerichtssystem anhand dieser Formalkriterien wieder so zu gestalten, dass alles passt. Nationale Systeme, die dem nicht folgen, geraten unter starken Rechtfertigungsdruck, und zwar völlig egal, ob diese identifizierenden Bausteine für sich genommen oder in ihrer Gesamtheit wirklich Probleme in Bezug auf die Unabhängigkeit hervorrufen. Ein Beispiel, das vermutlich etwas heikel ist, ich habe mich entschlossen, es trotzdem zu bringen, weil das Thema muss man beim Thema Unabhängigkeit fast ansprechen. Die nebenberuflichen, eigentlich auch hauptberuflichen Tätigkeiten der Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs. Würde man einen europäischen Rechtsvergleich machen bei Verfassungsgerichten und versuchen, daraus Standards zu generieren, würde man ziemlich sicher zum Ergebnis kommen, dass die Rechtslage in Österreich absolut untypisch ist. Wir kennen die Beispiele Deutschland, Bundesverfassungsgericht eingeschränkt auf wissenschaftliche Lehrtätigkeiten, Europäischer Gerichtshof Berufsverbot, das zieht sich eigentlich durch. Generiert man jetzt daraus einen Standard, der sagt, Mitglieder eines Verfassungsgerichtes dürfen ansonsten nicht arbeiten, keine anderen oder vielleicht nur sehr eingeschränkte berufliche Tätigkeiten haben, kommen wir zum Schluss, in Österreich gibt es ein Problem. Und man müsste das ändern. Ist dieser Schluss berechtigt? Ich meine, man kann aus diesen selbst erzeugten Standards hier relativ wenig gewinnen. Natürlich ist es theoretisch möglich, dass andere berufliche Tätigkeiten von Verfassungsrichtern ihre Unabhängigkeit beeinträchtigen. Es ist genauso möglich, dass ein Verfassungsrichter mit einer beschränkten Bestellungsdauer während seiner Amtsdauer lukrative Angebote für die Zeit nach seiner Bestellung bekommt und dadurch in seiner Unabhängigkeit gefährdet werden könnte. Theoretisch ist das alles möglich. Und vieles andere mehr. Gibt es irgendwelche Hinweise, dass das so ist? Ich sehe sie nicht. Man kann jetzt natürlich alles in Frage stellen und sagen, die Standards erfordern das und wir machen den Standards entsprechend. Ist einerseits ein Problem, weil verfassungsrechtliche Systeme durchaus sensibel auf Veränderungsdruck von außen reagieren, das wissen wir. Es ist kein Geheimnis, das sind wir in Österreich jetzt zum Glück nicht so empfindlich, aber es ist kein Geheimnis, dass die Brexit-Diskussion sehr stark auch darüber geprägt war, unsere britischen Gerichte sollen sich nicht von europäischen Gerichten was sagen lassen müssen, also ist ein relevantes Thema. Und das Zweite ist, man wird einfach der Komplexität des Themas nicht bewusst. Wenn man über dieses Thema der Tätigkeiten sprechen will, muss man sagen, das ist eine verfassungspolitische Frage. Man muss das, glaube ich, anhand der österreichischen Rahmenbedingungen diskutieren. Man kann dazu stehen, wie man will. Man wird aber vielleicht sich die Frage stellen müssen oder darauf eingehen müssen, dass diese Ausgestaltung des Amtes des Mitglieds des VfGH in Österreich ganz bewusst vor 100 Jahren und in Wahrheit hat das schon längere Wurzeln, eigentlich so gemacht wurde, um die Buntheit der Richterinnen und Richter, die Repräsentanz der Richterinnen und Richter sicherzustellen und damit auch die Unabhängigkeit. Man wollte damit schlicht und einfach ein reines Beamtengericht vermeiden. Auch da kann man diskutieren, ist das heutzutage noch ein Thema? Man müsste sich aber dann die Frage stellen, wenn man das ändert, was bewirkt das? Ziemlich sicher eine Veränderung der Zusammensetzung des Gerichtshofs in der Zukunft. Das wirklich nur, ohne dass ich abschließend verfassungspolitisch sagen will, soll oder soll nicht.
wie gesagt, ich sehe derzeit keine Unabhängigkeitsbedenken als Beispiel dafür, dass Standardsetzung schon auch in der Hinsicht problematisch sein kann. Wenn das nicht, was dann? Letztlich glaube ich, dass es auf eine intensive Beobachtung der Entwicklungen hinausgeht, auf eine starke Expertise. Der EuGH hat bei einer jüngsten Entscheidung, die wieder nicht die Verfassungsgerichtsbarkeit leider betrifft, sondern die deutsche Verwaltungsgerichtsbarkeit, immerhin etwas getan. Er hat es abgelehnt, formalistische Aspekte aus seiner Polenjudikatur, das war ein Vorabentscheidungsersuchen von einem deutschen Verwaltungsgericht, auf die deutsche Verwaltungsgerichtsbarkeit einfach so unreflektiert zu übertragen. Halte ich für sinnvoll. Die wesentlichere Voraussetzung ist aus meiner Sicht Monitoring, Beobachten. Die Venedig-Kommission hat das gerade in den Problemfällen wunderbar vorgezeigt, was man damit eigentlich erreichen kann, insbesondere auch, wenn man mit dem Land jeweils spricht und nicht nur von oben kommuniziert. Sie können jetzt sagen, alles, was ich hier ausführe, hat mit Gerichtsbarkeit insgesamt zu tun und nicht so sehr mit Verfassungsgerichten. Das stimmt bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube, dass das nicht wirklich trennbar ist. Der Verfassungsgerichtshof zum Beispiel in Österreich ist ein Gericht. Die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes sind Richterinnen und Richter. Anders kann man das nicht sagen. Mit allen Unterschieden, darauf läuft es hinaus. Ich glaube trotzdem, dass man Differenzierungen anbringen kann. Erstens, ich glaube, Verfassungsgerichte sind für so etwas gefährdeter. Warum? Weil die Lösung einzelner Rechtsstreitigkeiten nie so relevant sein wird, um Unabhängigkeitseingriffe zu überlegen, wie die Frage, welche allgemeingültigen Normen Bestand haben. Die Kuh-Judikatur des OGH zu den Tiroler Kuhschäden ist wild umstritten, aber ich glaube, sie wird nicht ansatzweise jemals diese gesellschaftspolitische Brisanz erreichen, wie die Frage der Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Ehen, Aspekte der Sozialhilfe, jetzt gerade, wir wissen es, Sterbehilfefragen. Daher größere Gefahr und auch ein größeres Ausgeliefertensein der Verfassungsgerichte, weil der Prüfungsmaßstab, den Verfassungsrichterinnen anwenden, üblicherweise viel weniger determiniert ist als das, was sonstige Richterinnen und Richter anwenden, ist es möglicherweise umso leichter, dort schleichend die Unabhängigkeit zu entwerten, ohne dass es lange Zeit jemandem auffällt. Um es auf einen Punkt zu bringen, wenn ein Gericht, ein Richter beginnt, das positive Verwaltungsrecht am laufenden Band zu ignorieren, wird das irgendjemandem auffallen. Je dünner die Prüfungsmaßstäbe, desto mehr natürlich die Entscheidungsspielräume und umso wichtiger das Verantwortungsbewusstsein und die Rollenklarheit. Ein Zusatzproblem kommt dazu, die gefühlte Wahrnehmung der Unabhängigkeit, gerade für Verfassungsgerichte nicht leicht handzuhaben. Ich gehe davon aus, ich bin überzeugt davon, wenn die überwiegende Mehrheit einer Bevölkerung glaubt, dass Gerichte unabhängig arbeiten, dann wird sie auch ein Interesse daran haben, im Rahmen der demokratischen Prozesse diese Unabhängigkeit zu stützen. Verfassungsgerichte, sieht man in Österreich sehr gut, werden tendenziell dann als unabhängig wahrgenommen, wenn sie Gesetze aufheben, die natürlich rechtlich nicht, aber also sozusagen verkürzt und praktisch ausgedrückt von gewissen Regierungen erlassen werden. Im Wege von, die Regierung schlägt das Gesetz vor, der parlamentarische Gesetzgeber erlässt sie. Die Aufhebung von Gesetzen ist dann quasi der Beweis dafür, dass das Verfassungsgericht unabhängig ist. Das Verfassungsgericht, wenn es seine Aufgabe ernst nimmt, kann aber eigentlich darauf nicht abzielen. Also es darf nicht darauf abzielen. Ich kann nicht eine gewisse Quote von Aufhebungen definieren, um zu beweisen, dass ich unabhängig bin. Wenn ich aber sozusagen das Schlechteste wäre, dann eine prototypisch arbeitende, ideal arbeitende Gesetzgebung, die verfassungsrechtlich alles richtig macht, dann hätte das Verfassungsgericht nie etwas aufzuheben und dann könnte der Eindruck entstehen, naja, sie schauen einfach nicht genau hin. Ich habe dafür keine Lösung, aber ich glaube, das ist eine Konfliktsituation, die man anerkennen muss. Und sie fällt halt beim Verfassungsgericht wesentlich stärker auf als bei einem anderen Gericht. Nachdem ich schon am Ende meiner Zeit bin, vielleicht ein paar ganz kurze Schlussbemerkungen. Trotz allem, was ich gesagt habe, halte ich die formalen Unabhängigkeitskriterien nach wie vor für einen unverzichtbaren Baustein der Unabhängigkeit auch von Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichtern. Und ich meine die ursprünglichen, die relativ grob geschnitzten, aber sehr aussagekräftigen und sehr eindeutigen. Es judiziert sich nicht so leicht unabhängig, wenn man weiß, dass man am nächsten Tag arbeitslos sein könnte, schlicht und einfach. Es hilft vielleicht, wenn man ein zweites berufliches Standbein hat, aber
gut ist es nicht, wenn diese Gefahr droht. Also das ist das Muss, aber das ist, wie gesagt, heutzutage auch unstrittig. Die Angriffe auf die Unabhängigkeit kommen in der Regel woanders her und über andere Wege. Man muss ihnen mit differenzierter, materiell begründeter Betrachtungsweise begegnen und vor allem ganz stark, und darauf will ich eigentlich hinaus, auf die Intention der Maßnahmen schauen. Es geht eigentlich um eine Art Intentionalitätsprüfung. Warum will ein Gesetzgeber bestimmte Veränderungen im Justizsystem, im verfassungsgerichtlichen System machen? Gibt es dafür sachliche Gründe oder ist das Ziel eine Schwächung der Unabhängigkeit? Mit allen daraus resultierenden Nachteilen, nämlich es ist meist nicht so eindeutig. Aber man erkennt, da bin ich wieder beim, man erkennt es, wenn man es sieht. Nicht hilfreich halte ich dafür formale Standards, die über die verschiedensten Verfassungstraditionen unreflektiert hinübergestülpt werden. Sehr hilfreich dagegen der sachliche, beobachtende Blick auf Entwicklungen von jenen, die die Systeme wirklich gut kennen. Ich halte den Schutz der Unabhängigkeit von Verfassungsgerichten nicht nur für genauso wichtig wie von allen anderen Gerichten, das ist der dritte Punkt, sondern auch für wichtiger. Eine Sichtweise, weil ein Verfassungsgericht ohnehin bis zum gewissen Grad ein politisches Gericht ist, ist es dort nicht so tragisch, oder Hauptsache die anderen Gerichte, sozusagen die wirklich die einzelnen Rechtsstreitigkeiten entscheiden, die schützen wir vor Eingriffen in die Unabhängigkeit, wäre extrem gefährlich. Wenn Verfassungsgerichte, auch wenn sie manchmal ideologische Fragen in ideologisch umstrittener Weise entscheiden, weil sie es halt müssen, es hilft nichts, es ist ihre Zuständigkeit, wenn sie etwas tun, wenn sie unabhängig sind, sie verteidigen, das ist meine Beobachtung, ich glaube, die von uns allen, mit aller Härte den Rechtsstaat. Und wenn das einmal zu kippen beginnt, dann wird es woanders nicht bei den bisherigen Standards bleiben. Viertens, ich halte die Mitwirkung, selbst die bestimmende Mitwirkung politisch besetzter Gremien bei der Bestellung von Verfassungsrichtern an sich nicht abstrakt für das Problem. Es gibt genug alternative Modelle in der Gerichtsbarkeit insgesamt, die manchmal als Vorbilder hergetragen werden. Wenn man genauer hinschaut, haben sie mindestens genauso viele Probleme, genau auch im Hinblick auf die Unabhängigkeit. Die Frage ist halt, wie werden diese Dinge ausgeübt? Ein Vorteil an politischen Bestellmodi bei Verfassungsrichtern ist natürlich die erzeugte Transparenz und kritische Diskussion, vor allem wenn Personen bestellt werden, die in ihrem Berufsleben schon einen gewissen Stand erreicht haben und daher eine gewisse Bekanntheit. Kann ein Vorteil sein, kann ein Nachteil sein. So wie es in Österreich bis jetzt funktioniert, meine ich, ist es ein Vorteil. Fünftens, ganz wesentlich natürlich die Unabhängigkeit des Gerichts selber in seiner Arbeit und in seiner Anschauung. Dinge wie konstante Judikaturlinien zum Beispiel, weil es wird nur etwas verteidigt, was auch als solches als Vorteil wahrgenommen wird. Ich glaube, das kann man so sagen, die Unabhängigkeit muss von allen Gerichten, auch von Verfassungsgerichten tagtäglich zur Schau gestellt werden. Und auch sechstens und letztens, auch wenn ich zum Eingang betont wurde, und das ist mein Wunsch an die Zukunft, dass in Österreich die nächsten 100 Jahre zumindest auch noch so bleiben würde, dass niemand auch nur Anlass zu zweifeln an der Unabhängigkeit des Verfassungsgerichtshofs hat. Wir sehen gerade jetzt, wie schnell auch in Staaten, wo wir es nicht vermutet hätten, diese Standards oder diese Aspekte in Gefahr geraten, wenn die Nachbesetzung einer Richterstelle am US Supreme Court zu einem politischen Kampfinstrument geworden ist, und da helfen alle diese Sicherungsmechanismen und Checks and Balances in Wahrheit kaum mehr weiter, gibt es ein Problem, wenn die britische Regierung Reformpläne für die Gerichtsbarkeit macht, die auch wieder für sich selbst genommen wahnsinnig sachlich klingen mögen, aber die in Wahrheit, das war nämlich das Wahlprogramm der Tories vor der letzten Unterhauswahl, sicher nicht wegen den Familiengerichten so reingeschrieben wurden, sondern wegen dem Supreme Court des Vereinigten Königreichs, dann sind wir wieder bei der Frage von Anfang, Reformen dürfen zulässig sein, müssen zulässig sein, aber sie sind sensibel und auf die Intention kommt es letztlich an. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.